willkommen in meiner Tortenwelt. Heute habe ich ein Grundrezept für Milchreis für euch. Viele von euch kennen bestimmt diesen Milchreis aus der Tüte und viele bereiten den ja auch zu. Aber jetzt zeige ich euch den ganz selbstgemachten Milchreis, auch mit Reiskörnern. Und der schmeckt, finde ich, viel besser als der aus der Tüte. Und den müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Für den Milchreis brauche ich 400 ml Milch, 100 ml Sahne, 1 Esslöffel Butter, 2 Esslöffel Zucker und eine Packung Vanillinzucker und 120 Gramm Reiskörner. Und zwar sind das diese Reiskörner, die man einfach im Supermarkt kriegt, die dann auch Milchreis heißen. Und bei der Milch könnt ihr die übrigens auch austauschen, beispielsweise wenn ihr keine Laktose vertragt, könnt ihr hier natürlich auch MSL-Milch nehmen oder auch ungesüßte Sojamilch, das schmeckt dann auch nochmal ganz gut und ein bisschen anders. Um den Milchreis jetzt zuzubereiten, nehme ich mir einen etwas höheren Topf. Also da dürft ihr nicht zu flach nehmen für die Menge. Und da kommen jetzt einfach alle Zutaten rein. So gebe ich das Ganze jetzt auf den Herd und lasse es einmal aufkochen. Und meine Milchreismischung kocht jetzt und jetzt mache ich den Herd aus. Mache hier die kleinste Platte an und schalte die Flamme auf niedrigste Stufe. Dann kann ich jetzt hier den Topf hinstellen. Heiß. Und gebe da jetzt einen Deckel drauf und lasse den hier mit so einer kleinen Öffnung. So. Und jetzt stelle ich mir noch eine Uhr auf 10 Minuten und lasse es jetzt hier kochen und nach 10 Minuten geht es dann weiter. Jetzt schalte ich den Herd aus. Man sieht ja auch, das kocht schon richtig. Ich habe auch zwischendurch nochmal durchgerührt, damit da auch nichts anbrennt. Jetzt gebe ich den Deckel ganz drauf und lasse das Ganze nochmal 10 Minuten ziehen. Mein Milchreis ist jetzt fertig, der durfte 10 Minuten ziehen und jetzt habe ich ihn vom Herd runtergenommen. Und meiner ist jetzt ein bisschen flüssiger, also nicht ganz so fest, wie der Milchreis sonst noch so kennt. Da ist es zum einen, ist er ja noch relativ warm, also wenn er richtig kalt ist, ist er nochmal fester. Und ich mag es einfach, wenn er so ein bisschen flüssiger ist. Und so ist jetzt die Konsistenz. Ja. Und durch die Sahne, die da drin ist, ist der richtig schön cremig. Und ich mag Milchreis immer richtig schön süß, weil ich finde, Milchreis muss richtig süß sein. Aber hier könnt ihr natürlich auch die Zuckermenge ein bisschen auf euch anpassen. Das Rezept gibt es nochmal unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!